Der Traum, die Grenzen von Raum und Zeit zu überschreiten und Dinge zu sehen, die unseren Augen normalerweise verborgen sind, hat die Menschen schon immer beschäftigt. Für die CIA wurde er ein Stück weit Realität. Wir fahren nach Virginia. Der Mann, der hier lebt, hat eine lange Geheimdienstkarriere hinter sich. Als militärischer Aufklärer spähte er viele Gegner aus. In Vietnam, Thailand, auf den Bahamas, vor und hinter dem Eisernen Vorhang. 1978 stieß er zu einer der geheimsten Einheiten des Pentagon. Beim Project Stargate sollte der siebte Sinn als Waffe im Kalten Krieg eingesetzt werden. Joe McMonigal war von Anfang an dabei. Ich war einer der ersten Seher des Projektes. Ich war der Einzige, der 17 Jahre dabei war. Ich war Seher 001. Und ich habe in dieser Zeit etwa 3000 Fernaufklärungen gemacht. Am Ende seiner Militärkarriere erhielt er den höchsten Orden, der in Friedenszeiten vergeben wird, für, Zitat, die Beschaffung von Informationen in über 150 Fällen, die auf anderem Weg nicht zu bekommen gewesen wären. As an example, the CIA, the FBI, the DEA, CIA, FBI, Drogenfahndung, militärischer Abschirmdienst, Verteidigungsministerium, die Küstenwache. Eigentlich habe ich für alle Geheimdienste in Amerika gearbeitet. Einer der ersten Stargate-Einsätze fand 1979 statt. Die revolutionären Garden Khomeinis hatten die amerikanische Botschaft besetzt und Geiseln genommen. Damals gab es mehrere hundert Amerikaner in Teheran. Und man hatte zunächst keine Ahnung, wer von ihnen gefangen genommen worden war. Sie gaben uns hunderte von Fotos und wir sollten sagen, wer von ihnen Geisel war und wer nicht. Wir trennten so die Geiseln von den Nicht-Geiseln. So konnten wir die eigentlichen 65 Gefangenen in der Botschaft identifizieren. Einer der Stargate-Seher sagte sogar die Befreiung der Geisel Richard Queen voraus. Keiner wusste, dass das passieren würde. Der Seher sagte sogar, die Geisel würde aus medizinischen Gründen entlassen. Aufgrund seiner Aussagen konnte ein Ärzteteam rechtzeitig nach Wiesbaden geschickt werden. Die Geschichte von Project Stargate begann am Stanford Research Institute in Kalifornien. An dem renommierten Institut mit über 2000 Wissenschaftlern wird hauptsächlich im Auftrag des Militärs geforscht. Hier begannen 1974 die Physiker Hal Puthoff und Russell Targ, beide waren eigentlich Laserspezialisten, sich mit Fernwahrnehmung zu beschäftigen. And as physicists, we were interested in understanding. Als Physiker wollten wir verstehen, wie sich moderne Physik mit außersinnlicher Wahrnehmung in Einklang bringen ließ. Wir machten Experimente am Stanford Institute, bei denen Testpersonen im Labor beschreiben sollten, was an verschiedenen Plätzen in und um San Francisco vor sich ging. An sechs verschiedenen Tagen versteckte sich jeweils ein anderer Institutsmitarbeiter irgendwo in San Francisco. Vom Labor aus sollten Testpersonen telepathisch Kontakt zu ihnen aufnehmen und das Versteck beschreiben. Unter den ersten Probanden war auch Joe McMonigal. Joe erwies sich als sehr begabt für Fernwahrnehmung. Er konnte fünf der sechs Verstecke sehr genau beschreiben. He accurately described what it looked like at the distant place. Targ und Puthoff fuhren an die Ostküste zur CIA. Als anerkannte Wissenschaftler bekamen sie einen Termin bei CIA-Chef Colby, dem sie ihre Ergebnisse vorlegten. And he felt that we were wasting our time. Er fand, dass wir unsere Zeit verschwendeten mit Kirchen und Swimmingpools in Kalifornien. Er hatte bessere Ziele für uns in der Sowjetunion. Obwohl es keinerlei Erklärung für das Phänomen gab, wurden bis 1995 über 20 Millionen Dollar für Forschung und Erprobung von Remote Viewing, zu Deutsch Fernwahrnehmung, ausgegeben. Projektleiter Ed May kannte das Interesse des Militärs. Remote Viewing war aus ganz offensichtlichen Gründen interessant für das Militär. Wenn ein Remote Viewer in Washington mit großer Genauigkeit eine unterirdische Anlage etwa in der Sowjetunion beschreiben konnte, überlegen Sie mal, wie kostengünstig und sicher das erschien. Zunächst wurde weiter getestet. Diesmal war es ein CIA-Mann, der sich zwischen Windgeneratoren versteckte. Joe McMonigal saß derweil im Labor und sollte ihn finden. Er beschrieb einen Ort, an dem Energie erzeugt wird und lieferte eine detailgetreue Zeichnung.
Die Eindrücke kommen in Fragmenten an. Es rauscht nur kurz über das Bewusstsein, das eigentliche Remote Viewing dauert nur ein paar Sekunden. Die anderen Sinne geraten durcheinander. Es ist, als würde man sagen, ich rieche Wut. Oder ich schmecke Holz. Oder das fühlt sich blau an. Bei McMonigals nächster Aufgabe ging es um Fragen der nationalen Sicherheit. Ende der 70er Jahre war die Qualität der Satellitenbilder noch nicht so gut wie heute. Und tief in Sibirien hatte man eine sowjetische Militäranlage entdeckt. They provided me with a photograph of a part of a roof to a building. Sie gaben mir das Foto eines Gebäudedaches und fragten, was ist da drin? Ich beschrieb ein sehr großes neues U-Boot. Ich beschrieb die Bewaffnung, die Anzahl der Raketen, wie es gebaut und betrieben wurde, dass sie Laser zum Schweißen benutzten und so weiter. Natürlich glaubte mir niemand. Kein Wunder, das Gebäude lag immerhin über einen Kilometer vom nächsten Hafen entfernt. 104 Tage später begannen die Sowjets, einen Kanal zu graben, durch den anschließend eine Taifun, das damals größte U-Boot der Welt, zu Meer gebracht wurde. Rein wissenschaftlich ist die Behauptung, man könne auf der anderen Seite der Welt ein U-Boot sehen, das noch dazu unterirdisch gebaut wird, reiner Unsinn. Überprüfen lässt sich das Ganze auch nicht, weil Project Stargate noch immer der Geheimhaltung unterliegt. Man kann nur die Beteiligten fragen. In New Mexico lebt Lynn Buchanan. Der Computerfachmann und Linguist hatte bereits eine lange Militärkarriere hinter sich, bevor er zu Project Stargate stieß. Er erinnert sich noch gut an die Teheraner Botschaftsgeiseln und die missglückte Befreiungsaktion. Der Helikopterunfall der Marines, an der Sache hat unser Team damals in Washington auch gearbeitet. Einer der Seher sagte plötzlich, der Hubschrauber ist abgestürzt. Sie gaben eine Alarmmeldung an den Präsidenten. Und das Büro des Präsidenten sagte, das ist nicht möglich. Davon hätten wir gehört. 8 Minuten später kam die Nachricht durch die normalen Geheimdienstkanäle. In diesem einen Fall waren wir 8 Minuten schneller als alle anderen. 8 minutes faster than every other method the U.S. government had. Heute gibt Lynn Buchanan bei sich zu Hause Privatunterricht in Remote Viewing. Ist überzeugt davon, dass man Fernwahrnehmung lernen kann. Glaubt man seiner Theorie, sind im Unterbewusstsein eines jeden von uns nahezu alle Informationen aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gespeichert. In einem langwierigen Prozess, der Schritt für Schritt und über Jahre geübt werden muss, kann man angeblich lernen, Informationen aus dem Unterbewusstsein hervorzuholen. Der Remote-Viewer darf möglichst nichts über das Wissen, was er ausspähen soll, damit er keine eigenen Vorstellungen mit einarbeitet. Hier lernen Buchanans Schüler gerade auf einer Landkarte einen Zielpunkt zu erspüren. Bei Project Stargate haben meist mehrere Seher an einer Aufgabe gearbeitet. Jeder Viewer hat Stärken und Schwächen. Einer steuert vielleicht die Farbe, ein anderer die Form eines Zielobjektes bei. Wenn man ein Team von Sehern hat und deren Stärken und Schwächen kennt, kann man jeden nach seinen Fähigkeiten besetzen und bessere Ergebnisse erzielen. Die politischen Bösewichte der 70er, 80er und 90er Jahre waren gerade die richtigen Ziele für das Stargate-Team. Wir hatten Gaddafi als Ziel, Noriega, Saddam Hussein, auch andere Persönlichkeiten aus deren Regierungen. Wir nahmen Leute aus dem Drogenkartell aufs Korn, Drogenkuriere und andere kriminelle Elemente. Als die US-Regierung 1986 beschloss, Gaddafis Haus zu bombardieren, wollte der Geheimdienst von Buchanan wissen, ob der Plan gelingen würde. Man gab ihm die geografischen Koordinaten des Zieles und die Uhrzeit des geplanten Angriffes. Mehr wusste er nicht. I viewed the location.
Ich ging geistig an den Ort und fand ein völlig zerstörtes Haus. Das Dach war eingestürzt, ein großer Balken lag quer durch das Wohnzimmer. So habe ich es gezeichnet. 3 Tage später griffen die Amerikaner an. Gaddafis Haus wurde völlig zerstört. Seine Tochter starb. Er selber war zum Zeitpunkt der Bombardierung nicht zu Hause. Ich habe mich immer gefragt, ob meine Arbeit für den Tod der Tochter verantwortlich war. Ich hoffe nicht, aber wer weiß. Im Golfkrieg zogen die US-Militärs nicht nur alle Hightech-Register, auch die vergleichsweise billige Informationsquelle Remote Viewing kam zum Zuge. Für Desert Storm haben wir uns hauptsächlich mit den Plänen und Absichten Saddam Husseins beschäftigt. Wir haben vorausgesagt, was er am nächsten Tag machen würde. Truppenbewegungen und solche Sachen. Auch wie er auf unsere Aktionen reagieren würde. You have to understand that. Sie müssen das schon verstehen. Das ist nichts Persönliches, wenn wir Saddam als Ziel nehmen. Aber wo ein Armeechef ist, da befindet sich natürlich auch die Kommando- und Kommunikationszentrale. Es ist daher notwendig, Menschen als Ziel zu nehmen, damit die richtigen Gebäude effektiv zerstört werden können. Trotzdem, Saddam Hussein und auch Gaddafi haben alle Anschläge überlebt. Remote Viewing erschien dem Militär auf Dauer nicht zuverlässig genug. Stargate hatte viele Erfolge und viele Niederlagen, wahrscheinlich sogar mehr Niederlagen. Aber andererseits, wenn man ein beinahe Wunder wie Remote Viewing vollbringt, kann man Misserfolge erwarten. Wir haben oft nicht gefunden, was wir gesucht haben. Wir konnten oft eine unterirdische Anlage nicht beschreiben. Aber die normalen Geheimdienstquellen machen auch Fehler. Wir wollten es dann genau wissen und haben John McMoneagle um ein Remote Viewing gebeten. Wir sind sicher, dass er nicht wissen kann, was für ein Bild in dem verschlossenen Umschlag vor ihm steckt. Es könnte ein Mensch sein, ein Baum, ein blaues Auto. Ich bekomme ein sehr komplexes Ziel. Etwas schwer zu erklären. Eine Menge vertikale Linien und horizontale Linien. Viele Steine. Ziegel. Mauerwerk. Wie ein großer Block, etwas sehr Schweres, aber alles ist miteinander verbunden. Es ist ein Gebäudekomplex, vielleicht. Da ist ein zurückgesetzter Eingang. So als müsse man da formell hineingehen, durch einen Eingang. Und der ist vielleicht in einer Wand, könnte auch Schatten sein. Wie eine Fassade. Irgendwie sind die Gebäude alle miteinander verbunden. Und da sind eine Menge Treppen, Treppenhäuser. Noch eine Etage. Bögen, sich wiederholende Bögen. Es sieht ungefähr so aus. Bögen in Bögen. Und am Ende ein Schatten. I feel like I'm inside, but I'm not inside.
Ich fühle mich innen, aber ich bin nicht innen. Meistens heißt das innen und außen gleichzeitig. Outside, at the same time. Outside view. Aussicht nach draußen oder das Gefühl, draußen zu sein. Vielleicht liegt das daran, wie es beleuchtet ist. Licht von draußen. Oh, this is also protected in some way. Das Ganze wird auch beschützt irgendwie. That may be why I'm getting the wall. Vielleicht bekomme ich deshalb die Mauer. Es ist umschlossen oder irgendwie beschützt. Eine sehr komplexe Gebäudestruktur mit vielen Etagen. Die Gebäudeteile sind miteinander verbunden. Und das Bild ist von oben aufgenommen, mit dem Blick nach unten auf Treppenhäuser. So ungefähr ist das. Da ist doch viel Betrieb. Ich habe den Eindruck, dass es ein Gebäude mit einer ganz besonderen Funktion ist. Das ist alles. Mehr kann ich nicht zu dem Ziel sagen. Soll ich das jetzt aufmachen? Das Pentagon, Hauptquartier der US-Streitkräfte, ist allerdings ein Gebäude mit besonderer Funktion. Ende 1995 gab die Regierung erstmalig zu, jahrelang Psi-Spionage betrieben zu haben und teilte gleichzeitig mit, dass Project Stargate eingestellt werde. Die Einheit wurde aufgelöst, die SEA entlassen. Ich habe immer vermutet, dass es eine zweite Einheit gibt. Wenn ja, dann ist sie so geheim, dass selbst ich nichts davon weiß. Ich kann nur hoffen, dass es eine zweite Einheit gibt. Meiner Meinung nach wäre die Regierung verrückt, wenn sie damit aufhören würde. Eine Kommission der US-Regierung stufte Remote Viewing als unzuverlässig für Geheimdienstaufgaben ein, empfahl aber die weitere Forschung im zivilen Bereich. Ich glaube, diese ganze Untersuchung war Schwindel. Sie hatten längst nicht das ganze Material. Ich zum Beispiel habe 17 Jahre bei Stargate mitgemacht und mit mir hat nie einer geredet.